Guten Abend, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen aus dem Kunsthistorischen Museum zu unserem Donnerstagabend im Museum. Ganz live hier aus dem Museum am Maria-Theresien-Platz, den Sie hell erleuchtet hinter mir sehen. Ich bin heute nicht allein, sondern zwei sehr liebe Kolleginnen und Kollegen sind heute mit dabei, die uns schon in den letzten Wochen mit großartigen Vorträgen beglückt haben. Der Hauptredner heute Abend ist Dr. Guido Messling. Er hat vor einiger Zeit schon diesen sehr spannenden Vortrag über die Bildrückseiten gehalten. Und gleich werden wir auch noch kurz Dr. Gelinde Gruber sehen, die momentane Direktorin der Gemäldegalerie. Mein Name ist Daniel Uchtmann. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler hier am Kunsthistorischen Museum und freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir versuchen ja an unseren Donnerstagabenden möglichst viel von der Museumsarbeit zu Ihnen nach Hause zu tragen. Wir freuen uns, dass Sie uns zuschauen, wo auch immer Sie gerade sind. Wir hoffen aber auch, Sie bald wieder hier im Kunsthistorischen Museum begrüßen zu dürfen. Wir hatten in dieser Woche eine sehr bemerkenswerte Woche im KHM. Wir durften am Dienstag wieder die Pforten für Sie öffnen. Das heißt, Sie sind eingeladen, so bald wie möglich wieder zu uns zu kommen, denn es lohnt sich. Denn in dieser Woche haben wir auch zwei Ausstellungen eröffnet. Einmal die höheren Mächte, eine sehr interessante Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Weltmuseum Wien und dem Theatermuseum. Eine erstmalige Ausstellung, bei der es darum geht, wie wir mit höheren Mächten umgehen, welche es gibt, wie wir sie anrufen. Eine ganz aktuelle Ausstellung. Aber genau heute, und zwar genau jetzt, sind Sie dabei, wie wir eine zweite Ausstellung eröffnen, eine Kabinettausstellung, Ansichtssache. Eine Reihe, die mittlerweile schon ungefähr 10 Jahre alt ist. Wir sind jetzt bei Ansichtssache Nummer 24. Ganz druckfrisch halte ich die Publikation in Händen. Und mein Regal ist schon gefüllt mit einem nicht unbeträchtlichen Teil der Ansichtssachen. Eine sehr erfolgreiche, wunderschöne Reihe, wo immer wieder ein oder zwei Kunstwerke, die nicht immer so im Fokus stehen, behandelt werden und neueste Forschungsergebnisse dargelegt werden. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt das Wort an meine liebe Kollegin Dr. Gelinde Gruber übergeben. In ihrer Funktion als Direktorin der Gemäldegalerie wird sie diese Reihe noch kurz vorstellen. Und ich wünsche uns allen sehr viel Vergnügen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Daniel, für die nette Einleitung. Eigentlich hast du ja schon ganz gut erklärt, dass wir die Ansichtssachen wieder aufnehmen. Wir haben hier einen Film für Sie vorbereitet, nachdem das Ganze digital ja im Moment nur gemacht werden können, wo Sie mit uns jetzt virtuell ins Kabinett 16 treten und jetzt vorab schon einen Einblick in diese kleine Kabinettausstellung zu sehen bekommen, wo es um einen sehr mysteriösen Künstler gehen wird. Guido Messling wird da gleich mehr berichten. Passend zum Geburtstag, zum runden Geburtstag von Albrecht Dürer haben wir uns mit einem sehr spannenden, leider Gottes noch anonymen, aber immerhin immer klarer werdenden Künstler auseinandergesetzt. Hier ein kurzer Schwenk durch das Kabinett. Wir haben ausnahmsweise hier auch einen Gast aus der Albertina zu sehen. Die Zeichnung, die Sie da sehen, die wird Ihnen Guido Messling gleich näher erklären, welche Rolle sie in der Forschung spielt. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir diese kleine Kabinettausstellung jetzt wieder ermöglichen können. Und hoffen, dass Sie sie zahlreich besuchen. Sie ist im Kabinett 16 angesiedelt, also nicht unmittelbar in der Nähe vom Dürer-Saal. Da kann ich Ihnen gleich vorab eine Ankündigung machen. Wir werden Ende des Sommers diesen Dürer-Saal dann transferieren in die Nähe dieses Kabinettes, also er wird dann unmittelbar vor dem Kabinett zu sehen sein, aber freuen Sie sich jetzt auf diesen sehr mysteriösen Monogrammisten, über den Guido zurzeit alles weiß, was man wissen kann. Vielen Dank, liebe Gerlinde.
Und meine Damen und Herren, bitte zögern Sie nicht, auf Fragen in den Chat zu stellen. Die werden wir dann, oder Guido wird sich bemühen, diese Fragen am Ende zu beantworten. Lieber Guido, das Wort steht bei dir und wir freuen uns sehr auf deine neuen Erkenntnisse. Ja, vielen Dank, lieber Daniel und liebe Gerlinde. Und auch zunächst einmal von meiner Seite herzlich willkommen hier im Kunsthistorischen Museum. Sie sehen sofort, auch ich befinde mich nicht in den Ausstellungssälen, sondern in meinem Büro, auf meinem Bürosessel. Und das ist natürlich einerseits schade, weil es eigentlich nichts Schöner ist, als mit Ihnen zusammen eine Ausstellungseröffnung zu feiern. Andererseits bietet dieses Format den Vorteil, Ihnen viel mehr Dinge zeigen zu können und damit zusammenhängend auch einiges mehr erklären zu können. Und insofern möchte ich gleich beginnen mit meiner kleinen Präsentation. Ansichtssache 24, Gerlinde und Daniel hatten es bereits erwähnt, die Nummer 24 in dieser Reihe von Kabinettausstellungen. Nach einer längeren Zwangspause haben wir sie nun wieder aufnehmen können. Und jetzt fangen wir an mit einem sehr mysteriösen Künstler, der mich persönlich schon lange beschäftigt hat, genauer gesagt die Werke, die Sie hier sehen, zwei Altarflügel mit heiligen Darstellungen, die üblicherweise bei uns sich im Depot befinden, die aber schon viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder die Frage stellten, von wem sie eigentlich stammen. Die Flügel machen klar, dass ihnen etwas fehlt, und zwar die ursprüngliche Mitte. Ich habe hier einfach mal die leider verschollene Mitteltafel grob rekonstruiert. Alle, die das Haus kennen und sich für das Werk Dürers interessieren, haben möglicherweise schon sofort erkannt, dass diese beiden Flügelbilder unverkennbar vom Allerheiligenbild Dürers, was bei uns noch derzeit im Saal 9 präsentiert ist, beeinflusst sind. Und anhand einer Inventarnotiz der ersten, in der dieses Werk fassbar wird, im Jahr 1659, und zwar in der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, anhand einer dortigen Beschreibung können wir doch ziemlich genau diese Worte auf dieses Werk beziehen. Und dort wird von einem Altarstück gesprochen, mit Flügeln in der Mitte die heilige Dreifaltigkeit. Ich habe die hier quasi aus dem Allerheiligenbild übernommen und mittig ergänzt. Und dann flankiert von weiblichen Heiligen, die ich jetzt nicht alle aufzählen muss. Und darunter auch der Papst eben wird erwähnt. Eine dann spätere Inventarnotiz von 1721 erwähnt schon diese Dreifaltigkeit gar nicht mehr. Also in der Zwischenzeit um 1700 vielleicht muss dieses Mittelstück leider verloren gegangen sein. Hier das wichtigste Vorbild wahrscheinlich dieses Malers, das Allerheiligenbild Dürers selbst. Und Sie erkennen, dass die Flügel gewissermaßen die Gruppen von Heiligen und Personen links und rechts an den Bildrändern vor allem aufgreifen, übertragen haben. Das Zentrum allerdings mit der heiligen Dreifaltigkeit fehlt allerdings. Ja, und auch die Rückseiten sind bemalt, zwar nicht figürlich, sondern eben mit Marmorierungen, die teilweise aufgrund späterer Rahmungen vor allem eben abgearbeitet sind, oben und unten, wie Sie das sehen. Und es ist ein ornamentaler Schmuck, der auch dem Schutz natürlich dieser Seiten diente. Und auch diese sind Dinge, die normalerweise nicht zu sehen sind. Ja, man hat lange geglaubt, dass diese Flügel als Werke Dürers galten. So werden sie als erstes beschrieben in dem Inventar, dem besagten von 1659. Wahrscheinlich hat aber die Nähe zu dem Original Dürers selbst, dem Allerheiligenbild, das ja von Kaiser Rudolf II. 1585 aus Nürnberg für seine Prager Sammlung erworben werden konnte. Man hat aufgrund der Nähe dieses auch schon in Wien befindlichen Gemäldes gesehen, dass diese Flügel quasi Paraphrasen oder Kopien nach diesem Bild nur sein können. Im 19. Jahrhundert waren die Werke im Belvedere ausgestellt, mit verschiedenen Zuschreibungen, einmal auch an Albrecht Altdorfer oder an Hans Süß von Kulmbach. Dann allerdings, als die Gemäldegalerie ins Kunsthistorische Museum selbst zog vom Belvedere und mit einer zunehmenden Reorganisierung und einer Ausdünnung des Bestandes sind diese Flügel ins Depot verbannt worden. Unter Gustav Lück ist dies der Fall gewesen um 1911-12 herum. Und er war auch der Erste, der sich an sich näher mit diesen Werken beschäftigt hat, denn er hat die Vorlagen exakter bestimmt und hat geglaubt, dass sie aus der Zeit um 1600 stammen, und zwar, dass sie am Prager Hof geschaffen worden seien. Das Allerheiligenbild, ich erwähnte es bereits, befand sich zu dieser Zeit bereits in Prag, aber auch andere Werke Dürers, die dort hineingeflossen sind,
waren zu dieser Zeit in Prag zu sehen, zumindest in der kaiserlichen Sammlung vorhanden oder durch Stiche eben bekannt. Und diese Zuschreibung an einen Maler der Dürer-Renaissance, also an dieser Bewegung, kann man fast sagen, um 1600, die viele Werke Dürers kopierten oder kompilierten, war schienschlüssig, bis eine Untersuchung der Bildträger, das sind Eichenholztafeln, vor gar nicht langer Zeit ergab, dass sie wohl doch deutlich früher entstanden sein müssen. Denn diese sogenannte dendrochronologische Untersuchung ergab, dass sie bereits 1542, 43 herum schon bemalt worden sein könnten. Kurz zur Methode. Sie wissen alle, dass aufgrund von Wetterschwankungen Bäume ja unterschiedlich dicke Jahresringe ausbilden. Und man hat anhand von Vergleichskurven für bestimmte geografische Räume, kann man sagen, wenn man ein bestimmtes Profil dieser Ringe hat, in einem Querschnitt, wann und wo dieses Holz wohl geschlagen worden ist. Und wenn man noch das Splintholz abzieht und dieses Holz, das der Bildträger ist natürlich aus dem festen Kernholz bereitet, wenn man dieses Splintholz abzieht, die Rinde natürlich auch, und eine Lagerungszeit berücksichtigt, die bei Eiche nur wenige Jahre betragen muss, dann kommt man von dem jüngsten Jahresring, den man dort findet, und der ist aus dem Jahr 1525, auf eine ungefähr mögliche Entstehungszeit ab 1542. Das kann sich eher ein bisschen nach oben bewegen, aber man ist doch jetzt nicht in der Zeit um 1600, sondern in der Zeit um plus minus 1550. Ja, und es wollte eigentlich der Zufall, dass ich auf dieses Bild, was Sie hier schon seit einiger Zeit sehen, gestoßen bin, nämlich ich blätterte einen Katalog der sogenannten Cress-Sammlung durch. Das ist eine heute auf verschiedene Institutionen in den USA verteilte Sammlung, die Samuel Cress, ein amerikanischer Sammler, in der Mitte des nun letzten Jahrhunderts zusammengestellt hatte. Die wichtigsten Bilder sind heute in der National Gallery in Washington. Sie gehören auch zum Gründungsbestand dieses Weltmuseums. Viele andere sind aber auf viele kleinere Häuser verteilt, so auch dieses Bild des sogenannten Cress-Monogrammisten. Und da kommen wir schon auf eine Besonderheit. Das Bild trägt ein Monogramm. Ich werde es Ihnen auch gleich zeigen. Aber vorab möchte ich Ihnen einige Details zeigen, weshalb ich glaube, annehmen zu können, dass dieses Bild vom selben Maler stammt wie eben die Wiener Flügel. Und das sind hier einmal links Details aus dem Bild in Allentown. Oben ein puppiger Kopf, der rechts mit drei Köpfen gut vergleichbar ist, also diese etwas kindlich naiven Köpfe mit den kleinen Mündern und Knopfaugen. Unten dann jeweils gegenübergestellt orientalen Köpfe, profilierte Köpfe, bärtige Köpfe. Das ist auch relativ ähnlich, wie auch hier mit Pfeilen versehen, damit auch sofort zu erkennen, diese etwas knorpeligen Ohren, die auffallen, wenn man sich näher an diese Bilder vertieft. Und auch ein Detail wie hier solche Wurzeln, links aus dem Bild in Allentown und rechts eben aus ein Detail aus einem der beiden Wiener Flügel. Und schließlich zum Monogramm, das können Sie wahrscheinlich auf dem Bild jetzt nicht sicher lesen. Der Name Cress-Monogrammist rührt auch daher, dass auch der Namensgeber, der Kollege, der in den 70er Jahren dieses Bild katalogisiert hatte, eben diese Buchstaben nicht lesen konnte. Und man kann sie tatsächlich vor Ort nicht lesen. Also man sieht bestenfalls am Anfang ein F, relativ schmal, und danach ein Buchstabe, der ein M oder ein H sein kann. Und ich war selbst in Allentown für die Nicht-Eingeweihten und ich musste mich bis vor kurzem auch zu denen zählen. Das ist eine Stadt in der amerikanischen Provinz im Osten Pennsylvanias gelegen, ungefähr 2 Autostunden von New York entfernt. Nicht sehr viel zu sehen. Rockfans kennen vielleicht den Song von Billy Joel, Allentown. Und es gibt aber ein doch relativ sehenswertes kleines Altmeistermuseum mit einem Rembrandt-Porträt, mit einigen schönen Italienern und eben diesem besagten Bild des Cress-Monogrammisten. Als ich nun googelte, und das können wir heute machen, bin ich auf eine Zeichnung gestoßen, die wir, da sei den Kolleginnen und Kollegen der Albertina gedankt, wie auch tatsächlich eine Ausstellung haben, eine Landschaft mit der Vision des heiligen Eustachius, die ein Monogramm eben trägt, ein FH. Ich habe einfach mal die heutigen technischen Möglichkeiten genutzt. Ich habe nach Künstlern mit FM und mit FH gegoogelt und bin eben so auf diese Zeichnung gestoßen, dank der weitgehend digitalisierten Bestände der Albertina. Und die trägt eben dort dieses Monogramm FH, hier rot markiert. Wenn Sie das jetzt nun näher betrachten, unten das Monogramm der Zeichnung, oben nochmal das auf dem Bild, dann kann man ahnen oder vielleicht hoffentlich auch sehen, dass das F
gut vergleichbar ist, also relativ schmal. Das H in diesem Falle auch relativ breit. Und was auch ähnlich ist, sind diese kleinen Häkchen an den Schäften und Balken der Buchstaben, also die sogenannten Serifen. Auch die stimmen weitestgehend überein. Also man kann schon aufgrund der Gleichheit die These mal, oder ich habe sie mal, zumindest fand ich das plausibel, dass es vielleicht derselbe Künstler sein kann. Was allerdings den Vergleich erschwert, ist natürlich die Tatsache, dass wir hier kein figurenreiches, religiöses Tafelbild haben, sondern an sich erstmal etwas, was wie eine Landschaft aussieht, in der wir die religiöse Szene erst beim näheren Betrachten sehen, nämlich die Vision des heiligen Eustachius, ein frühchristlicher Märtyrer, der auf der Jagd auf einmal einen Hirsch sah, dem ist ein Hirsch erschienen, der mit einem Kruzifix im Geweih versehen war. Also ich habe ihn hier markiert und hier das Detail. Sie sehen vorne die Jagdhunde und hinten rechts den Eustachius kniend. Und auch hier ist wieder Dürer die wichtigste Referenzgröße, nämlich dessen wunderbar detailreicher Kupferstich des der gleichen Szene von aus der Zeit um 1501. Und die Ähnlichkeit wird, oder die Vorbildwirkung wird sicherlich sofort auch durch die vielen Jagdhunde offenbar, die hier, und das gilt für alle Anknüpfungen unseres Künstlers an Dürer, auch nicht sklavisch übernommen werden, sondern doch immer leicht, mehr oder minder leicht variiert werden. Ja, und der Hirsch selber, den werden Sie vor dem Original kaum sehen, den habe ich hier mal zunächst rot markiert und dann rechts auch vergrößert. Also es gibt ihn wirklich. Der besagte Eustachius kniet ja nicht vor den Schönheiten der Natur, sondern es ist ein Hirsch oben in der Natur, winzig klein, zu entdecken. Ja, und was verbindet diese Zeichnung überhaupt noch mit den Tafelbildern? Also es gibt ein auffallendes Motiv, was wirklich, wie ich finde, doch relativ schlankt eine Nähe zeigt. Links ein Detail der Zeichnung, ein Wegekreuz und rechts einmal in der Auflichtaufnahme und daneben gleich eine Infrarotaufnahme, also eine Tiefenaufnahme. Dort sehen Sie auch ein Wegkreuz und was auffällig ist, beides Male sieht man einen Knienden, der offenbar an der Basis dieses Wegkreuzes zum Gebet sich niedergekniet hat. Die Infrarotaufnahme ganz rechts zeigt Ihnen übrigens auch besser diesen Kreuzbalken selbst. Also das ist schon auffällig in der Höhe, in dem Aussehen dieser Kreuze und eben in diesem Motiv dieses Knienden. Ja, die Vergleiche sind natürlich insofern schwer oder mit Vorsicht zu genießen, weil wir einerseits eine winzig kleine Federzeichnung haben. Die Zeichnung selbst misst 40 auf 60 Zentimeter knapp und auf der anderen Seite in der Infrarotaufnahme nur zu sehen die Unterzeichnung mit dem Pinsel auf den doch deutlich größeren Tafelbildern, die in der Höhe etwa 1,60 Meter messen. Aber auch hier gibt es doch ähnliche Systeme von Strichen, von Schraffuren. Und auch so etwas ist, glaube ich, ganz gar nicht so unähnlich, wenn man sich sieht, mit welchen Kürzeln der Künstler eben auch Augen links eines Hundes, rechts eines Propheten gekennzeichnet hat. Also auch da kann man sagen, das ist nicht unähnlich zumindest. Und dann auch so etwas, die Charakterisierung von Wasseroberflächen ist unmittelbar vergleichbar. Links auf der Zeichnung ein mittiges Gewässer, das wird durch waagerechte, gerade Strichlagen gekennzeichnet und in den Schattenzonen der Uferlagen gibt es dann die sich kreuzenden vertikalen Striche und die gibt es in der Unterzeichnung an einer Stelle auch, nämlich dort, wo der Künstler dann spät einen Baum darüber gemalt hat. Das sehen Sie dann auf der rechten Aufnahme in dem schwarzen Schatten. Darunter kann man diese Striche, hier ist es besser gekennzeichnet, auch sehen. Also es ist eine ähnliche Charakterisierung von Wasseroberflächen. Insofern ist das doch relativ schlüssig, dass diese Gruppe wohl von einem und demselben Künstler zu stammen scheint. Ja, und nun, wie hat der Künstler überhaupt Dürer übernommen? Was hat ihn interessiert? Was hat er verändert? Was hat er verfremdet? Hier der König in der Mitte zunächst aus dem rechten Flügel in Wien. Links dazu geschaltet der König, die Bezugsperson auf dem Allerheiligen mit Dürer selbst. Sie sehen die Figur ist in der Haltung grob übereinstimmend, aber nicht in den Details unbedingt. Und hier wird es nur interessant, dass er, der Künstler, ein weiteres Werk Dürers zur Vorlage genommen hat, nämlich diesen Holzschnitt aus dem Marienleben, der eine Anbetung der Könige zeigt. Übrigens das Werk, was er auch dann in der Mittelgruppe zumindest als Vorlage für sein Bild in Allentown verwendet hat. Und dieser König wird gespiegelt, ist er hier rechts zu sehen, nun auch fließt zumindest in Einzelheiten auch in seine gemalte Figur, nämlich wenn Sie sich die
Falten auf dem Rücken anschauen, dieses roten Mantels mit der Gürtung, die im Allerheiligenbild fehlt, aber auch in Einzelheiten wie den Pelz besetzen und so, wird deutlich, dass er beides eben gesehen hat und beides in einer neuen Figur amalgamiert hat. Ja, eine andere wichtige Vorlage, und das bringt uns auch ein bisschen so auf eine Art Itinerar oder Weg, den dieser Künstler gegangen sein muss, ist ein Altarwerk Dürers, das heute nur noch in Teilen sich erhalten hat. Die Mitteltafel kann ich Ihnen nur in einer Kopie zeigen hier, in einer Kopie des Barocks. Das Original ist vom bayerischen Kurfürsten Maximilian I. erworben worden und ist leider in München Anfang des 18. Jahrhunderts bei einem Brand zugrunde gegangen. Aber es gibt immerhin diese doch getreue barocke Kopie. Und dieses Altarwerk muss unser Künstler, da es erst im späten 16. Jahrhundert nach München kam, in Frankfurt selbst in der Dominikanerkirche gesehen haben, das sogenannte Heller Altar. Und hier sind es vor allem diese Figuren, links im Altar und rechts oben die entsprechenden Derivate davon, die ihn interessiert haben. Sie sehen, dass der kniende Apostel links in den Moses hier rechts auf dem Altarflügel geflossen ist. Also er hat auch die Figur umgewandelt, die eigentliche Identifizierung der Figur. Und eben diese Köpfe dort hinten, mehr oder minder abgewandelt in die dort auch mit dem roten Kästchen gekennzeichneten Figuren eingeflossen sind. Also unser Künstler muss auch nach Frankfurt gekommen sein. Und was er wiederum in Nürnberg offenbar auch gesehen haben muss, ist dieses Bild von Dürer, die sogenannte Glimmsche Beweinung, die heute in München hängt, sich aber in der Mitte des 16. Jahrhunderts noch in Nürnberg befunden hat. Dort ist der Nikodemus, den ich hier auch markiert habe, in diese Figur mit der grünen Gugel, also mit diesem Kopf, mit dieser Kopfbedeckung, gleich rechts hinter dem Moses offenbar eingeflossen. Ja, und zum Bild in Allentown kann man sagen, dass eine andere Figur vom Heller Altar, nämlich dieser Petrus mit dem blauen Mantel und Stab, ganz offensichtlich in diesen Orientalen, ebenfalls mit Stab, aber dann gespiegelt als Vorlage gedient haben muss. Wie ist er weiterhin vorgegangen? Wenn man sich eine Architektur wie die auf dem Bild in Allentown anschaut, dann meint man, wenn man Dürers Werk kennt, da sofort Anknüpfungspunkte zu sehen. Und in der Tat gibt es davon einige. Ich blende hier erstmal einen kleinen Kupferstich, die Geburt Christi, ein. Ich habe hier Details markiert, die übernommen worden sind. Einmal diese Ruinenarkade im Hintergrund mit dem Baum, der sich dahinter präsentiert. Dann aber oben auch diese Bretter, diese Brettreste, die dort oben aufliegen, die sind auch von unserem Maler offenbar übernommen worden. Oder zumindest hat er sich von diesem Stich anregen lassen. Aus der Folge des Marienlebens sind es einige Holzschnitte. Hier Christus unter den Schriftgelehrten. Wenn Sie sich diese Festons, also diese Girlanden anschauen, die hier oben hängen, dann sind die offenbar auch direkt von diesem Holzschnitt übernommen worden. Dann hier die Geburt der Maria. Dort hat ihn dieser Rundbogen mit dem Ornamentfries offenbar interessiert. Und dann schließlich auch diese Verkündigung an Maria. Dort sind es diese Bretter, die jetzt im Rundbogen das Gewölbe durchkreuzen, die er übernommen zu haben scheint oder von denen er sich zumindest angeregt zu haben scheint. Also doch auch hier wieder eine mehrere Dürer-Vorlagen, die auf eine sehr kreative und teils auch sehr originelle Weise adaptiert, amalgamiert worden sind. Ja, und auch so ein Detail finde ich sehr interessant. Diese Katharina, wenn man erstmal bemerkt hat, dass er eigentlich in doch sehr, sehr vielen Figuren und Architekturelementen sich an Dürers Werk orientiert hat, schaut man auch bei einer solch auffallenden Figur wie der Katharina links nach einer möglichen Vorlage und man kommt dann auf diese auch heute in der Albertina befindlichen Zeichnung von Dürer, eine Maria mit dem Kind. Sie stammt aus Dürers Nachlass, der sich auch in der Mitte des 16. Jahrhunderts sich noch in Nürnberg befunden hat, wohl damals im Besitz von Endres Dürer, dem Bruder Albrechts. Und möglicherweise besaß unser Künstler vielleicht ja, Zugang zum Nachlass Dürers selbst dort. Ja, und ich nannte Ihnen bereits die Dürer-Renaissance als die Periode um 1600, in der unsere Flügel zunächst der unbekannte Maler gesucht worden ist. Wir haben in der Ausstellung auch ein Werk aus dieser Zeit, nämlich dieses schöne Pergament-Gouache-Gemälde von Daniel Fröschel, der diese Zeichnung Dürers
als diese nämlich sich um 1600 dann im Besitz von Kaiser Rudolf II. In Prag befand, wörtlich in diesem Bild kopiert hat. Ja, und dann eigentlich, wo ist dieser Künstler überhaupt noch gewesen? Also der Kollege, der das Bild in Allentown in den 70er Jahren katalogisiert hat, hat diesen Kress-Monogrammisten, er war sich nicht sicher, ob er nun ein deutscher Künstler war oder nicht doch ein niederländischer Künstler, denn ihm fiel auf, dass diese Anbetung in Allentown auch einige niederländische Elemente zeigt. Und er hat auch schon festgestellt, dass dieses Werk auf Eiche gemalt ist, und Eiche ist eigentlich ein Bildträger, der im nordeuropäischen Raum eher Richtung Westen generell weist, also zumindest nicht in Nürnberg, nach Nürnberg deutet, sondern eher westlich davon. Also ein Künstler, der vielleicht im südwestdeutschen Raum oder am Mittelrhein tätig war oder gar in den Niederlanden. Und eine Figur, die schon einen wichtigen Hinweis liefert, ist dieser Löwenführer mit Kranz. Der Löwe selbst ist mal wieder eine Übernahme aus Dürers Werk, nämlich aus diesem Stich der Sonne der Gerechtigkeit, wieder gespiegelt. Diese Figur selber aber mitsamt dem Tier ist in Anbetungsszenen doch relativ ungewöhnlich, aber es gibt einige Vorlagen im Werk eines Niederländers, nämlich Lukas van Leidens. Hier ein, in der ähnlichen Funktion ein Diener, bekränzt mit Hunden, im Gefolge des Saulus, ein Detail aus einem Stich mit der Bekehrung des Saulus, und dann rechts hier noch einmal ein bekränzter, wieder ein Diener, in einer Anbetung der Könige. Also das ist eine Bildfigur, die im Kontext von Anbetungen, die ich im deutschsprachigen Raum an sich nicht kenne, die aber doch im Werk von Lukas van Leiden, und Sie sehen die Datierungen dieser Werke, häufiger vorkommt. Und dann eben auch ein solches Bild als Vergleich, ein typisches Werk des Antwerpener Manierismus. Das ist eine heterogene Gruppe von Künstlern, die ja über mehrere Jahrzehnte fast in und um Antwerpen herum solche doch mit sehr prächtigen und exotisch ausstaffierten Figuren reüssierten, mit hier einer Anbetung, die auch einen ähnlichen ruinösen Hintergrund zeigt, mit antikischen Versatzstücken, mit wachsenden Bäumen, ähnlich kostbar und ähnlich wohlhabend und ähnlich herrschaftlich ist auch das Gefolge. Sie werden auf beiden Bildern Ochs und Esel vermissen, sehr wohl aber ist ein Löwe dort. Also es ist eine sehr prächtige, eine sehr höfische Ausstaffierung dieser Werke, und das ist auch in dem Bild in Allentown vorhanden, und da ist ein Einfluss, eine Kenntnis doch zumindest von Werken der Antwerpener Manieristen durchaus vorstellbar. Was haben wir noch, was in den Westen weist? Wir haben in der Albertiner Zeichnung ein Wasserzeichen, links in einer Durchlichtaufnahme zu sehen und rechts ein Vergleichsbeispiel. Nicht das exakte Vergleichsbeispiel, aber man kann einmal so ein Schema sehen. Und ich habe mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch auf die Suche gemacht, aber bislang noch kein exaktes Vergleichsbeispiel für dieses doch relativ häufig vorkommende Wasserzeichen gefunden. In diesem Typus gibt es das schon im 15. Jahrhundert, und es konzentriert sich dann im frühen 16. Jahrhundert im Bereich, ja, Niederlande, Westdeutschland bis in den französischen Raum des Elsass hinein. Da kann man keine wirkliche Lokalisierung vornehmen, zumal Papiere auch mobil waren. Und es gibt auch Nürnberger Papiere, die dieses Zeichen tragen. Und eine Datierung ist auch schwer. Es gibt einzelne Beispiele in den 1530er Jahren, und dann nähern wir uns der mutmaßlichen Entstehungszeit der Wiener Flügel zumindest. Also das ist nicht wirklich belastbar. Was aber wirklich Richtung Westen und eine Entstehung höchstwahrscheinlich in den Niederlanden, zumindest für unsere Wiener Flügel, wahrscheinlich macht, ist die Tatsache, dass sie auf baltische Eiche gemalt worden sind, also auf importierten Eichenholz aus dem polnisch-baltischen Raum. Das war ein hochqualitätsvolles Eichenholz, das aus doch gerade gewachsenen Bäumen stammt, das sehr, sehr, sehr dichte Jahresringe aufweist, also sehr fest ist. Und das ist qualitativ besser etwa als das im westdeutschen Raum vorhandene Eichenholz. Und dieses baltische Eichenholz ist eigentlich charakteristisch für die niederländische Tafelmalerei und kommt gelegentlich zwar auch im westdeutsch-rheinischen Bereich vor, aber es ist doch ein relativ deutliches Indiz, dass diese Flügel sehr wahrscheinlich in den Niederlanden gemalt worden sind. Ja, das kurz zu diesen beiden Flügeln. Ich möchte jetzt aber noch anschließend eine andere Sache, nämlich weil wir sie auch zeitgleich oben in der Galerie zeigen können, unter dem Titel Welcome Back
zwei neu jüngst restaurierte Meisterwerke unserer an Porträts nicht gerade armen Sammlung. Links Hans Holbeins Bildnis des Dirk Tübes von 1533 und rechts Hans Burgmeiers Porträt eines jungen Mannes von 1506. Das Bild links hat meine Kollegin Ina Slama und das Bild rechts meine Kollegin Eva Götz. In vielen, vielen Monaten Schweiß und treibender, aber auch freudebringende Arbeit restauriert. Und wir haben auch eine kleine Präsentation dieser Restaurierungen vorbereitet, die Sie oben in Kabinett 14 sehen können. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, so waren die Bilder. Das war der Vorzustand, trüber Firnis, viele alte Übermalungen, Retuschen, ein sehr unruhiges Erscheinungsbild. Und so, jetzt werden Sie etwas schöner, so präsentieren Sie sich quasi heute. Also Sie strahlen in neuem alten Glanz und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich diese Bilder ab heute im Kabinett 14 anzuschauen. Ja, damit bin ich auch am Ende. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ich möchte aber noch ganz kurz einigen Leuten herzlich danken und das auch im Namen meiner Kollegin und Mitautorin Monika Strolz tun. Wir sind beide mit dem Ergebnis, sowohl dem Heft als auch der Ausstellung, mehr als zufrieden und möchten uns daher bei vielen bedanken, denn diese nicht gerade große, weder das Heft noch die Ausstellung sind groß, aber es hat vielen viel Arbeit gemacht. Und unser Dank geht an Karin Zeleny, Agnes Stillfried und Eileen Nedeljikow, an Elke Obertaler, Georg Prass und Udo Tüchler, aber auch an Michael Eder, Tom Ritter, Andreas Ulrich, Michael Aumüller und an Tom Ritter, an Thomas Geisberger, Kurt Hofer, an Elvi Osmanowitsch und schließlich auch an Theresa Krah und an das Team von Vienna Art Handling und an viele, die ich jetzt hier vielleicht zunächst wahrscheinlich vergessen habe. Natürlich geht auch ein Dank an die Kollegen über den Ring, Kolleginnen und Kollegen der Albertina für Rat und Tat und die schnell gewährte Leihgabe. Last not least, mein Dank auch heute Abend an Tina Madel, Daniel Uchtmann und Viktoria Kohut. Und ja, wie es sich für eine Eröffnung gehört, hebe ich nun das Glas und freue mich auf Ihre Fragen. Und vorab schon einmal vielen Dank für Ihr Interesse. Prost. Ich stoße mit dir an und herzlichen Glückwunsch, lieber Guido, zu diesen großartigen Forschungsergebnissen und dieser schönen kleinen Kabinettausstellung, aber besonders exquisiten Ausstellung. Und auch herzlichen Glückwunsch zur Restaurierung der beiden Meisterwerke der Porträtmalerei, denen du, nicht nur denen, sondern du wirst allgemein in der nächsten Zukunft eine große Ausstellung auch betreuen, nämlich über die Augsburger Renaissance. Magst du darüber noch vielleicht kurz zwei Sätze sagen? So, hört man mich hoffentlich wieder. Ja, nach mehreren Anläufen scheint es nun endlich 2023 und 2024 wahr zu werden, dass wir eine Ausstellung zur Augsburger Renaissance und hier vor allem zu Hans Holbein dem Älteren und eben Hans Burgmeier, von dem Sie gerade ein Bildnis gesehen haben, zusammen mit dem Frankfurter Städel zeigen werden. Das ist eigentlich, wie es der Zufall so will, der 500. Todestag Hans Holbeins des Älteren. Ein sehr spannender Künstler und wir werden eben zunächst in Frankfurt 23 diese Ausstellung eröffnen und dann im März 24 sie dann noch hier in Wien zeigen. Das ist etwas, worauf wir uns dann alle schon sehr, sehr freuen können. Du bist ja schon seit vielen Jahren hier im Kunsthistorischen Museum der Spezialist für altdeutsche Malerei, hast schon die ein oder andere große Ausstellung auch mitgemacht. Man denke und erinnere sich an die fantastischen Welten für den deutschen Manierismus. Also etwas, worüber wir uns dann auch wieder sehr freuen können. Ich darf dir auch gratulieren. Du hast bei deinen Ausführungen kam ganz klar heraus, wie genau du schaust. Du hast dir die Sachen wirklich äußerst genau angeschaut und unglaublich viele Parallelen gefunden. Für mich ist interessant, wenn ich mir Dürers Allerheiligenaltar oder Landauer Altar bei uns in der Gemäldegalerie anschaue, besteht ja eine der großen Neuerungen Dürers darin, dass er eben eine Tafel wählt und nicht das bis dahin und auch darüber hinaus gängige Format des Triptychons, während unser Monogrammist F.H. zu diesem doch traditionellen und nach wie vor aktuellen Format des dreiflügeligen Altars zurückgreift. Ja, also, das ist natürlich die große Frage, für wen diese Werke geschaffen worden sind. Wir wissen nicht den ursprünglichen Kontext. Wie gesagt, die erste Notiz unseres zunächst Triptychons ist die von 1659. Es gibt auf den beiden Flügeln
Köpfe, die wie Stifterporträts aussehen und die tatsächlich die auf Dürers Altarwerk zu identifizierenden Stifter ersetzen. Da sie aber in der Tracht her eher in die Zeit Dürers gehören, vermute ich, das sind fiktive Stifterporträts, mit denen der Künstler quasi die realen Stifte ersetzt hat, also Idealiter ergänzt hat. Dieses Triptychon könnte als Altarwerk gedient haben, in einer kleineren Kapelle vielleicht. Es könnte aber auch als eine Art Kunstkammerstück entstanden sein, das ist auch nicht auszuschließen, denn diese Raffiniertheit, die Raffinesse setzt der Dürer Übernahmen und Abwandlungen setzt ja auch ein entsprechendes gebildetes Publikum oder Besteller voraus. Also es muss ja, es ist auch quasi eine hohe Kennerschaft, die das erfordert, das alles zu entdecken, wieder zu entdecken, wieder zu finden, was ja auch wiederum die Kenntnis oder das Können des Künstlers dann in ein besonderes Licht stellt. Das ist unklar, aber es ist letztlich eine Rückübersetzung eines Tafelaltars einer Pala in ein klassisch nordeuropäisches Triptychon. Und grundsätzlich gilt natürlich für diese Zeit, in der Menschen praktisch keinerlei Kopien in dem Sinne besitzen konnten, wie wir es heutzutage können. Wir können uns alles ausdrucken. Wenn man damals nicht in den Besitz eines Originals von Dürer kam, hat man sich eben auch der Hand eines anderen Künstlers bedient, der wie in diesem Fall eben mit einer besonderen Raffinesse das Beste vom Besten von Dürer neu kombiniert hat und insofern Dürers Kunst wiederum anderen verfügbar gemacht hat. Also es steckt kein Mangel dahinter, dass es sozusagen eine Übernahme ist. Ja. Also der besagte Gustav Gluck, der um 1910, 11, 12 einerseits diese Werke aus der Galerie entfernte, andererseits aber sich intensiver mit ihm beschäftigt hatte, hatte in einer Hinsicht einen falschen Schluss gezogen. Er hat nämlich von einem Dürer-Fälscher gesprochen. Und das war dieser Künstler sicherlich nicht, denn er hat ja, wie man das in Allentown sieht, sein Werk ja nicht mit einem AD versehen, sondern mit seinen eigenen Initialen, FH. Und also das ist an sich kein wirklicher Dürer-Fälscher oder Dürer-Kopist, sondern es ist jemand, der sich an Dürer sehr stark anlehnt, aber da etwas Neues rausgeschaffen hat und diese Werke, zumindest in dem einen können wir es, oder in zwei Fällen können wir es sehen, selbstbewusst monogrammiert hat. Und vielleicht kann ich noch ganz kurz einer These etwas sagen. Diese Zeichnung in der Albertina galt lange als Werk eines Augustin Hirschvogels, eines Nürnberger Künstler. Und die Zeichenweise weist tatsächlich in diesen Kreis eines ja um 1530, 40 in Nürnberg tätigen und dann nach Wien gewanderten Künstlers. Es wäre möglich, dass wir bei dem H, dass sich hinter dem H und dem F, also H für Hirschvogel steht und sich dann ein weiteres Mitglied dieser doch weit verzweigten Künstlerfamilie verbirgt. Du hast es kurz anklingen lassen, dass es die Dürer-Renaissance gab, von der wir auch einige Werke durchaus haben, sowohl im Bereich der Malerei als auch zum Beispiel im Bereich der Kleinplastik in der Kunstkammer, also in der Zeit um 1600, in der Dürer wieder eine ganz besondere Beliebtheit ausgestrahlt hat. Und das Werk des Monogrammisten F.H. galt ja auch lange Zeit eben als ein Werk aus dieser Zeit. Und du hast es sozusagen nach vorne oder zurückdatiert. Du hast es älter gemacht. Zumindest die Wiener Flügel, die ja noch nicht mit F.H. verbunden waren, galten als Werk der Dürer-Renaissance. Und wie gesagt, es deutete ja alles darauf hin. Wenn man sich die Übernahme ansieht, Allerheiligenbild, Prag, die vielen Künstler, die wie Daniel Fröschel in Prag um 1600 tätig waren, aber auch die Landschaft unten an den Flügeln, ich habe sie nicht im Detail gezeigt, galt vielen als typische Schöpfung um 1600. Und ich finde, dass man die schon auch sehr gut verbinden kann mit Kunst um 1540. Insofern kann ich das nicht vor dem Original derart so nachvollziehen. Und wie gesagt, die Dendrochronologie und aber auch die Datierung der übrigen Werke, die ja auch unabhängig von den Wiener Flügeln alle in die Zeit 1540, 30 gesetzt worden sind, bevor sie jetzt hier einmal zusammengebracht werden konnten. Sie sprechen dafür, dass dieser Künstler also deutlich früher tätig gewesen sein muss. Auch der Stil der Unterzeichnung ist eigentlich eher in der Zeit unmittelbar nach Dürer zu verorten. Und von wie vielen Werken sprechen wir in dem Katalog des Monogrammisten F.H.? Bislang von vieren, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch das eine oder andere dazukommt. Das Interessante ist, dass er etwas tut, wenn ich ganz kurz das noch sagen kann, mit diesem Capricci,
was man in der Art und Weise, also was ich zumindest erst sehr viel später dann in München, es gibt ja, ich habe den Bayerischen Kurfürsten erwähnt, da gibt es auch eine Dürer-Renaissance, Malern, die sich die im Besitz des Kurfürsten vorhandenen Gemälde vor allem bedienten, was diese taten, also Übernahmen aus einzelnen Werken und dieses neue Zusammenstellen. Und das ist besonders dort ausgeprägt gewesen, um 1620, 30 etwa. Also das hat er hier schon relativ früh gemacht, deswegen spreche ich hier etwas frech von einem Dürer-Revival statt einer Dürer-Renaissance und einem doch frühen Beispiel dafür. Zwei Fragen habe ich noch, eine aus dem Kreis der Zuschauerinnen. Und zwar, weißt du was über die Provenienz des Bildes aus Allentown? Wie es über Kress oder wie Kress daran gekommen ist? Wo kam es her? Weiß man etwas darüber? Ja, man kann es nicht, man kennt zwei Vorbesitzer bei den USA. Ich habe die Namen nicht parat, aber es taucht frühestens in den 1940er Jahren in New York schon auf. Also wir wissen nicht, wo und auf welchem Weg es über den großen Teich fand. Noch wo es sich zuvor befunden hat. Das ist bislang unbekannt. Verstehe. Eine letzte Frage, eine sehr suggestive Frage. Auf Dürers Bildern, auch gerade bei uns in der Sammlung, finden wir Selbstbildnisse, zumindest bei uns zwei, auch auf dem Allerheiligenaltar. Hast du bei der Betrachtung unserer Bilder des Monogrammisten FH beziehungsweise auch auf dem Allentown-Bild Figuren erkannt, von denen du sagen würdest, das könnte ein Selbstporträt des Künstlers sein? Ja, auf dem Bild in Allentown könnten hinter der Maria einige Personen, es guckt einer einen unverwandt an, es könnte sein, also. Es wäre interessant, dann wüssten wir zwar nicht seinen Namen, aber könnten ihm zumindest ins Gesicht schauen. Lieber Guido, vielen Dank für deine großartigen Forschungsergebnisse und deine Präsentation. Ich darf deine Einladung wiederholen an alle Menschen, die uns jetzt zuschauen, jetzt live über Zoom als auch über Facebook, wie auch später, wenn Sie diesen Beitrag vielleicht online sehen werden. Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie sich diese wunderbare Kabinettausstellung im Kunsthistorischen Museum an. Wie gesagt, wir sind wieder geöffnet und freuen uns sehr, wenn Sie uns besuchen. Ich darf noch auf nächste Woche aufmerksam machen. Da werden wir am kommenden Donnerstagabend einen Blick in eine andere, auch aktuelle Ausstellung des Kunsthistorischen Museums werfen. Da wandern wir in die Wagenburg nach Schönbrunn und schauen uns die Ausstellung Coronas Ahnen an. Eine Ausstellung, die aus, wie der Name schon sagt, aus ganz aktuellem Anlass entstanden ist und auch äußerst interessant ist. Du hast auch schon vielen Kolleginnen und Kollegen gedankt. Ich darf das in aller Kürze jetzt nochmal für uns, für diejenigen tun, denjenigen danken, die uns technisch heute Abend unterstützen. Das sind Tina Madel, Ella Esk, Tanja Stiegler, Viktoria Kuhut und Elena Alberg. Aber der größte Dank gebührt dir, Guido, und den Menschen zu Hause, die uns zuschauen, uns hoffentlich auch treu bleiben am Donnerstagabend und die wir hoffentlich bald auch hier im Museum wieder begrüßen dürfen. Ich danke und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Wiederschauen.